der Inquisition oder die Fuchsie. Wir begrüßen Sie im Haus der Inquisition oder die Fuchsie. Es wurde am Ende des 15. Jahrhunderts von einer kleinen Kongregation von Dominikanermönchen erbaut. Es wird angenommen, dass es auch von der Inquisition genutzt wurde und später als Unterkunft für die Familie der deutschen Fugger-Bankiers während der Zeit der Verpachtung des Bergwerks zwischen den Jahren 1521 und 1646 diente. Sie erhielten die Minen von Almadén und die Meister des Ordens von Calatrava als Garantie für die Geldvorschüsse, die Karl der Fünfte zur Finanzierung seiner Kaiserwahl erhielt, als die Krone des Heiligen Römischen Reiches nach dem Tod Maximilians der Erste vakant wurde. Eine Nachricht, die er am 6. Juli 1520 erhielt. Die Fassade des Gebäudes hat ein interessantes steinernes Portal mit einem akzentuierten Oberschwelle am Gesims. Flankiert wird das zentrale Schild von einem Schwert und einer Palme, die die politische und religiöse Macht repräsentieren. Auf beiden Seiten verweisen zwei Hunde mit Fackeln auf den Orden der Dominikanermönchen Dominiscanis. Heute, nach einer sehr sorgfältigen Restaurierung, ist es ein kleines Hotel mit viel Charme geworden. Nun verlassen wir diesen Ort, aber Sie können weiterhin mehr Geschichten von Almadén erfahren, wenn Sie zum nächsten Punkt von Interesse gehen.